Made in Berlin. Ich freue mich mal wieder hier in der Galerie Ostendorf in Münster zu sein. Christian Abe ist mein Name. Mein Thema ist Farbe, Emotionen, Dynamik, Lebensfreude. Freue mich hier mit neuen Arbeiten präsent zu sein auf Leinwand und Papier. Größe, Format spielt bei mir immer natürlich eine Rolle. Bekannt bin ich auch für große Installationen und Wandbilder. Hier jetzt einmal sehr farbenfreudige Bilder zum Thema der Serie Wasserspiel. Fast einmal dreidimensional anmutende Wassertropfen, die aber alle gemalt sind und mit Rinnsalen von Acrylfarbe überlaufen, über die Bildoberfläche meandern. Ist immer so ein Spiel mit Vordergrund, Hintergrund. Es gibt so einen ganz eigenen Raum, wo die Farbe fast drauf zu schweben scheint. Es geht ums Thema Licht einzufangen. Farbe kann eben natürlich für mich ganz vieles ausdrücken, von positiven wie negativen. Und ich glaube, dass jeder so seine Kraftstärke eben in der Farbe eben einfangen kann. Made in Berlin, wie ich selber, auch gemacht und lebend in Berlin, ist das meine Heimatstadt und freue mich sozusagen, diese jetzt hier in Münster auch mal wieder präsentieren zu können. Meine Bilder bezeichne ich gerne als Reflexionen von Wahrnehmung oder auch als Erzählungen in Farbe. Bei beiden Formulierungen ist im Wesentlichen enthalten, worum es in meiner Arbeit geht, nämlich um Farbe und um Zeit. In meiner Malerei erforsche ich das Wahrnehmungsphänomen Farbe mit den Fragen, wie zum Beispiel beeinflussen sich Farben gegenseitig, wie nehmen wir Materialität wahr oder auch Raum, selbst in ungegenständlichen Bildern. Wie beeinflussen sich die Farben gegenseitig und welche Dynamik entwickeln welche Farben miteinander? Um das erforschen zu können, verwende ich seit über 20 Jahren Streifen und Linien. Diese Bildstruktur ist für mich die neutralste Art der Bildaufteilung und ermöglicht es mir, die Farbe ganz frei zu setzen, denn es gibt keine Hierarchie, kein Zentrum und keinen Rhythmus, der durch die Bildstruktur gegeben wird. Alles, was an Dynamik und Rhythmus und Tiefe zu sehen ist, entsteht allein durch die Art und Weise, wie ich die Farbe setze. Also, was mich damals zur Malerei gebracht hat, obwohl ich als Kind natürlich auch gezeichnet habe, aber der eigentliche Startpunkt war die Entdeckung einer sehr dynamischen, kleinen, sehr fremdartigen Signatur, die damals an der Hauswand in meiner Heimatstadt aufgetaucht ist. Für mich damals unlesbar, undechiffrierbar, aber es hatte was Magisches, was Exotisches, was sehr Dynamisches und die hat letztendlich, die Signatur hat dazu geführt, dass ich weiter in diesem Thema gesucht habe, bin dann in die Graffiti-Szene gekommen und habe mich weiterhin auf diese Signatur gestützt als Basis meiner Arbeit. Daraufhin mit mehr Erfahrung und Ausbildung in verschiedenen Handwerksberufen habe ich sehr viele Maltechniken und Material kennengelernt und habe daraufhin auch angefangen, meine eigenen Werkzeuge zu bauen, die wiederum zu einem ganz eigenen Malduktus geführt haben, den ich auch immer weiter ausbaue und meiner Experimentierfreudigkeit freien Lauf lassen kann. Das sieht man auch in den verschiedenen Bildern, die ich jetzt hier in der Galerie zeige. Das ist nicht nur ein Stil. Ich versuche verschiedene Techniken zusammenzubringen auf einer Arbeit, auf einer Leinwand und dadurch eine neue Harmonie zu kreieren.